So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dark Space. Ja, es sieht nicht ganz so fertig aus, wie es sein sollte. Entschuldigt, ich kam ein wenig groß dazu und ich habe gerade gemerkt, die Ressourcen zu farmen dauert. Deswegen mache ich das mit euch einfach so ein bisschen und spreche dann auch an, wie wir damit weiterverfahren. Ich fand super, dass gleiche Ideen in den Kommentaren erschienen sind, wie man es denn machen könnte. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Erstmal will ich hier noch ein paar Woolen Clay Blöcke. So, das stimmt. Ja. Wie machen wir das Ganze farbig? Also der Boden bleibt auf jeden Fall Woolen Clay. Genau wie da, wo jetzt Cobblestone ist, kommen auch noch Woolen Clay Schwarze hin. Dann haben wir das Ganze ganz hübsch, denke ich. Die Blöcke an sich, also die gelben, halt die Wände des Turtles, habe ich mir dann überlegt, also ich könnte mit Open Computers, könnte das wieder reinmachen. Würde theoretisch auch gehen, aber ich denke mal, das ist ein größeres Renderaufkommen als mit den Canvas-Blöcken. Ich glaube, die sind von Open Blocks. Die fand ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Die können wir einfach in jedem Farbton färben, den wir haben wollen. Gut, sind ein bisschen steril. Das heißt, dem Block fehlt dann Textur. Also hier haben wir ja noch so ein bisschen Farbabgleich, das ist dann bei denen nicht. Aber was Besseres kriegen wir, denke ich, nicht hin. Von daher wird das schon genügen. Ihr seht auch, was das hier für ein Aufwand ist. Also ich weiß nicht, ob wir gleich noch die Canvas-Blöcke machen, also ich denke mal. Dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie das damit geht. Ich wollte jetzt aber auf jeden Fall noch den Boden hier ein bisschen weitermachen. Die Wände werde ich auf jeden Fall ohne euch ziehen, weil, puh, das dauert ewig. Das Display machen wir dann wieder zusammen. Denn das Ganze soll ja blinken. Muss ich dann auch noch gucken, wie genau ich das mache. Haben wir keine Fackeln? Doch. Ich dachte schon. Noch eine Fackel. Wir wollen ja keine Zombies. So, jetzt haben wir auch nicht mehr viele, also das ist echt schlimm mit den Blöcken. So ein 20x20 Gebiet nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber gut, das weiß jeder, der in Minecraft mal einen Chunk ausgehoben hat. Wie lange so ein 16x16 wirklich dauern kann. Und ich habe nicht so tolle, hilfreiche Tools wie Rumblebeast. Beziehungsweise warum eigentlich nicht? Wir sollten doch hier drin stehen. Ich wollte jetzt aber hier erstmal Woolen Clay wieder machen. Stelle das her, wir brauchen noch mehr Sand. 150 können wir, glaube ich, machen. Ach nee, halt, stopp, falsch. Ich glaube 50. 60? Ich glaube 60. Nein. 15? Nein. Falsch. 15 sollten gehen, ja. Gut, ich habe hier hinten auch schon was aufgebaut. Denn wir müssen den ganzen Dust, den wir kriegen. Ups, falsches Ding. Den Dust, den wir haben, den wir irgendwie gar nicht herstellen. Warum stellen wir keinen Dust her? Aber auch ein Rezept für Dust reingemacht. 300 gehen. Die Units sollten dann auch gehen. Nein, die gehen nicht mehr. Gut, 300. Das funktioniert noch. Dann haben wir keins mehr frei. Okay.
Ein bisschen Sand haben wir, aber wir brauchen so viel Sand. Und auch das, den sollten wir eigentlich kriegen. Also unsere Maschine sollte jetzt das verarbeiten hier. Ja. Tut sie auch. Ich weiß gar nicht, können wir den Sand auch nehmen und den... Ich habe die Kiste gar nicht angeschlossen. Stimmt. Ah ne, der ist beschäftigt, okay. Ne, dann ist er schon okay. Hier ist der ganze Dust. Na gut. Den kann ich dann hier oben einfach reinschmeißen in die Kiste und bekomme dann automatisch Clay. Denn da brauchen wir ganz viel fürs Woolen Clay natürlich. Ihr seht ganz, ganz viele Blöcke. Kann ich nochmal 100 machen? 100 gehen. 300 auch. Nein, gerade. Also theoretisch schon, nur gerade nicht. Gut, dann machen wir einfach mit den anderen weiter. Dann haben wir das erstmal. Ich wollte kurz gucken, wie dieser Block heißt, ob der hier drin war. Welcher war das? Also wir machen uns hier diese Canvas-Blöcke. Und Rumble hat mit irgendeinem Block gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie der gerade hieß. Hä? Hier, Building Guide. Wir haben das auch schon mal gemacht, oder? Nein. Wie machen wir den denn, den Building Guide? Okay, Building Guide kostet eigentlich nichts, okay. Was ist der Unterschied? Wir machen mal den hier. Ich glaube, das ist der, wo wir die Blöcke setzen können. Ich sehe es gerade nicht. Wir gehen mal aufs Dach. In der Hoffnung, dass wir hier was sehen. Wie wir sehen, sehen wir aber gar nichts. Oh, mein Hebel. Oh, au, au, au. Oh, nein. Wo sind wir schon wieder? Das ist doch... Noch. Warum passiert das ständig? Warum sind wir in dieser Wand? Dankeschön. Ihr wollt mich aber nicht rauslassen. Bisschen nervig. Wieder Survival Mode. So. Toll, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Super. Dankeschön, Spiel. Achso, Hebel. Mensch. Da sollten wir noch ein, zwei haben, ja. Ich glaube, wenn wir den Hebel machen, dann sehen wir das. Oder? Ja. Bitte Minus. Ich möchte gerne Minus. Hallo? Spiel? Ach. So fitzelgenau sind die. Na gut. Das muss man ja erstmal wissen. Ach du Heilig, ist das groß. Nein, mach mal alles klein hier. So sehen wir, wie groß wir sind. Da, null. Hier auch mal. Dankeschön. Hier auch. Okay, jetzt nur noch hier. Nein, hier. Nein, hier. Bin verwirrt. Nein, du sollst... Ah, die Dinger ein. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall können wir da, glaube ich, mit einem Block... Wir versuchen mal die Fackel. Rechtsklick machen und dann setzt der die automatisch irgendwo hin.
Funktioniert. Okay, dann ist das der. Dann werde ich mit dem bauen. Das macht es natürlich viel, viel leichter. Ich habe es bei Rumble gesehen. Und war gleich hellauf begeistert. Gut, was wir aber jetzt erstmal brauchen, sind die Canvas-Blöcke. Die haben die Angewohnheit, die einfach weiß sind. Einfach mal 9 Stück. Die sind auch relativ günstig, sag ich mal. Und die kann man einfach so hinsetzen. Gut, jetzt brauchen wir nur noch den Painter. Ich glaube, wie der heißt. Wo ist er? Wo ist er? Ach da. Paint Mixer. Okay. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nein. Noch auch relativ günstig. Den packen wir jetzt einfach mal hier hin. Dann benötigen wir. Kann ich gleich zu den Items springen? Ja, danke schön. Wir benötigen den hier. Den Paintbrush. Theoretisch. Gibt auch andere. Glaube ich. Open Blocks. Ich glaube, man kann die auch hier mit färben. Das geht, glaube ich, auch. Wir machen aber mal den hier. Der ist eigentlich ganz billig. Jetzt können wir hier theoretisch einen Eimer reintun und dann die Farbe. Aber erstmal brauchen wir hier. Gott, welche Farben waren das? Da steht hier drin. Ja, Blacket. Bla bla bla. Magenta, Yellow, Black und was? Cyan. Magenta, Cyan. Cyan. Gelb, Schwarz. So. Die brauchen wir. Allerdings haben wir ein Problem. Ja, ich hab's befürchtet. Wie haben wir nochmal Inksacks bekommen? Gar nicht. Ich glaube, Rumblebeast schwimmt da drin. Wir gehen uns bei ihm mal was leihen. Einfach, weil es geht. Siehst du, ich mühe mich sogar durch den Regen. Haben wir unsere Speed-Ausrüstung noch? Ja. Na, füllen wir nochmal ein bisschen. Loot rein, was? Achso, der steht da noch. Jetzt war ich kurz erschrocken. So, jetzt haben wir da ein bisschen was. Ein bisschen rushen. Während des Ruckelregens. Hier wird auch immer alles schlimmer. Lager, Lager, Lager. Hier haben wir ein Lager. Ich glaube, er hat Inksacks ohne Ende. Na, gar nicht so. Rumble, ich klaue mir mal 32, glaube ich. Ja, danke schön. Er hat nichts dagegen, habe ich gehört. Ist ja erdeutet so, ich darf da reinkommen. Von daher, lieber Rumblebeast. So. Als Strafe, weil er hier alles voller Schafe gemacht hat. Hat er jetzt davon.
Oder wir nehmen sonst einen Stein. Ich hoffe, ich war jetzt nicht die ganze Zeit gemutet. Oh. Oh, wenn doch, tut mir leid. Auf jeden Fall, ich habe erklärt, wie man das macht. Ihr habt es ja gesehen. Wir packen halt hier alles. Mischen unsere Farbe, stellen das hin und dann können wir hier malen. Wir können eine Seite anmalen. Oder wenn wir Shift halten, malen wir gleich den ganzen Block an. Ich hoffe, dass diese Blöcke nicht allzu viel Leistung fressen. Wenn doch, haben wir ein Problem. Aber das lösen wir danach. Kann ich die jetzt abbauen? Ah, ich muss die ernsthaft... Gut, ich muss die erst bauen und dann kann ich sie anmalen. Okay.
Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ja, den kann ich jetzt auch nicht mehr da reinpacken, war klar. Gut. Kann ich hier irgendwie leer machen? Was? Nein. Dankeschön. Nein. Geht nicht. Gut, lassen wir den einfach erstmal hier stehen. Damit ich nicht vergesse, was ich machen wollte. Gucken, was unser Woolen Clay macht. Wool, also ich werde jetzt eine ganze Weile hier stehen und das machen und... Ach. Schlimm, sag ich euch. Kann ich nicht, weil immer noch alles am Werkeln ist. Okay. Alle CPUs sind fleißig beschäftigt. Das machen und das machen. Okay, das ohne Ende. Was sagt denn unser Sand? Wir könnten vielleicht noch ein bisschen Sand gebrauchen. Können wir den Sand herstellen? Nein, weil wir nicht genug Kobbels... Ja. Irgendwann lerne ich's. Nö. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Auch nicht. Tut sich doch nichts. Ah, das sind Überreste oder was? Tut sich in den Rezepten was? Glaube nicht. Cancel? Cancel. Oh, okay. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Machen wir nochmal Sand. 15. Schadet nicht. Und 300 Woolen Clay. Was nicht funktioniert, ist ja gut. 200. Nochmal 200. Warum? Ich habe doch 3 CPUs. 3 Stück. Falsche Ebene. Oder habe ich 2? Ich habe 3. Und hier kann... hier kann was spawnen. Da habe ich aber bisher Glück gehabt. Sehr merkwürdig. Na. Na. Ach, nehme ich die freie Hand. Und ich da jetzt reingucken. Warum bist du nicht an? Null Channel. Ein Car Crafting, ein Car Crafting. Oh. Oh. Warum bist du offline? Willst du mich ärgern? Geh an. Müsste ich andersrum aufbauen? Wäre ja dumm. Also vorhin ging es noch. Würde ich schwören. Wenn einer weiß, warum das nicht funktioniert gerade. Echt verwirrt. Platz habe ich auf jeden Fall noch genug. Auch die Kabel, die sollten ja hinten durchgehen. Ja, das ist auf jeden Fall noch Platz. Merkwürdig. Auf jeden Fall seht ihr, was ich in meiner Freizeit hier zu tue. Ach Gott. Nur für euch. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall bleibt immer schön Bambus, euer Paragon und tschüss.